Sparkasse Köln-Burnen, 187. Union, ist in diesem Moment gestartet an der 2200 Meter Marke. Der ultimative Derby-Test. Wie formiert sich das Feld? Wer übernimmt die Spitze? Von außen Marasim tatsächlich, also mit So Moonstruck an der Innenseite. Dann San Marco, dann sehen wir Bema in vierter Position. Fünfter ist der Alessio, sechster ist dann zunächst einmal Schwarzer Peter und am Ende des Feldes da galoppiert Angelino. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen mittlerweile hindurch. Also von der Spitze aus heute. Marasim zeigt den Weg, führt vor So Moonstruck. Dann die Gruppe mit San Marco, mit Bima an der Innenseite, vor Alessio. Dahinter sehen wir Schwarzer Peter und dann ist es Angelino auf Warten geritten bei seinem Comeback. Vor So Moonstruck wird sofort näher herangeführt, dort von Andra Starke früh, verdammt früh. Dann San Marco, Schwarzer Peter, Bema Alessio und Angelino, 600 Meter in der Union 2022. Marasim außen, So Moonstruck ist sofort da. So Moonstruck und Marasim, dann San Marco, die drei aus München sind auch hier wieder vorne, die machen das unter sich aus. So Moonstruck, Marasim an der Innenseite wehrt sich dahinter. San Marco läuft ein tolles Rennen, So Moonstruck ist vorne, so ganz viel findet er nicht. Jetzt kommt der Champion, jetzt kommt Burjan mit San Marco an der Innenseite davon. San Marco mit außen, So Moonstruck. Dahinter Marasim, Alessio kommt noch besser auf Touren. Innen San Marco, San Marco, innen außen, So Moonstruck. So Moonstruck, San Marco. San Marco gewinnt die Union mit Burjan Mosabayev gegen So Moonstruck. Alessio toll gelaufen, Marasim vierter, Schwarzer Peter. Und dann sind, glaube ich, Derby-Hoffnungen geplatzt bei Angelino und bei Bema. Was war das für eine Union? Was war das für ein tolles Finale? San Marco gewinnt das Rennen, der Rennen in Richtung Hamburg-Horn. Burjan Mosabayev und Andra Starke, die haben gezeigt, warum sie die beiden besten Jockeys sind, die wir in Deutschland haben. Tja, und was machen wir aus dem Rennen? Daniel wird es analysieren.